Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Sorry, ich war ein bisschen inaktiv, aber ich habe viel erlebt die letzten Tage. Ich hatte Geburtstag, ich war auf meinem Junggesellenabschied, ich habe geheiratet, sowohl standesamtlich als auch kirchlich. Und das Ganze hat einfach sehr viel Zeit gefressen. Und ich dachte mir, wenn ich wieder ein Video mache, dann soll es auch vernünftig sein. Deswegen, herzlich willkommen zurück. Ja, heute, das ganze Video dreht sich um das Thema Q&A. Ich habe auf Instagram vor ein paar Tagen aufgerufen, paar Fragen mir zu stellen, und die möchte ich heute einfach mal 10 Fragen davon beantworten. Ich habe mir 10 Fragen rausgesucht, die ich eigentlich für sinnvoll halte, die eigentlich auch ganz cool sind und die ich gerne beantworten würde. Deswegen legen wir einfach mal los. Ab geht's. Frage Nummer 1 ist von Alessio Frangillo. Ich weiß nicht genau, hört sich auf jeden Fall italienisch an. Mein Papa ist übrigens auch Italiener, meine Mama ist Deutsche. Ja, die Frage lautet: Warum bist du Influencer geworden? Ehrlich gesagt, wenn ich ehrlich sein soll, war es gar kein was Zufall. Also sowohl ich als auch Daniel als auch Costa, keiner von uns wollte Influencer werden. Ehrlich gesagt mag ich den Begriff Influencer auch sein auch gar nicht. Ich sehe mich eher als Inspirator. Ich möchte keinen beeinflussen, sondern ich möchte die Leute eigentlich nur irgendwo ein bisschen inspirieren. Das ist so mehr meine Art, mich selber, wie ich mich selber sehe auf Instagram. Deswegen, wie bin ich Influencer geworden? Reingerutscht. Also wir haben vor 4, 5 Jahren einfach angefangen, Fotos zu machen, täglich Fotos hochgeladen, und ich hatte davor noch einen normalen Job. Wir hatten ein eigenes Auto aus meinen Eltern, da war ich mit am Arbeiten. Und vor circa 2 Jahren habe ich mich dazu entschieden, das Ganze hauptberuflich zu machen, was ich bis heutzutage einfach noch tue. Also ja, ich lebe auch von Instagram mittlerweile. Und das ist mein Hauptberuf mittlerweile. Kommen wir zu Frage Nummer 2. Wo siehst du Instagram und Co. in circa 5 bis 10 Jahren? Ist auch eine gute Frage, auch sehr Instagram-basierend. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau. Ich hoffe, Facebook-Konzern haut Instagram nicht an die Wand, wie sie es schon mit Facebook quasi getan haben. Zwar bin ich auch noch auf Facebook ab und zu aktiv, aber so das ganze Thema Facebook ist für mich eigentlich durch. Instagram ist halt eine geile Plattform, coole Inspiration, man kann coole Leute kennenlernen, etc. Ich hoffe, dass sie es nicht kaputt machen, aber wir müssen so oder so sehen, wie es kommt. Ob ich mich selber noch in 5 bis 10 Jahren da sehe, wo ich jetzt bin, weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Wir sehen einfach mal, was sich so entwickelt, aber ja, das Ganze wird schon seinen Lauf nehmen. Und selbst wenn Instagram kaputt geht, wird es irgendeine neue Plattform geben. Also es wird dieser ganze Social Media Internetbereich wird schon die Welt weiterhin regieren. Denn man muss ja ehrlich sein, heutzutage guckt kein junger Mann mehr in irgendwelche Magazine, kauft sich irgendeine Zeitung an einem Kiosk. Also ich kenne von meinen Freunden keinen persönlich mehr. Alle gucken nur noch auf ihr Handy. Das ist natürlich sowohl Fluch als auch Segen. Warten wir es einfach mal ab. Danke für deine Frage. Kommen wir zur Frage Nummer 3. Die besten Tipps, um Instagram-Reichweite aufzubauen. Ich würde das Ganze ehrlich gesagt auf 2, 3 Punkte runterbrechen, um einfach meine Tipps zu geben. Ehrlich gesagt würde ich keine empfehlen, sich zu verstellen, also nicht auf irgendwelche Trends aufspringen, nur um irgendwelche Reichweite aufzubauen. Kann ich eigentlich nur abraten von. Zweitens, auf jeden Fall connecten. Sucht euch andere Leute auf Instagram aktiv, die ähnliche Sachen wie ihr machen oder die was machen, womit ihr euch identifizieren könnt, die Bock haben, mit euch zu connecten, coole Fotos zusammen zu machen, coole Videos zusammen zu machen, irgendwie sowas. Tauscht euch aus, macht Sachen zusammen. Connecten ist auf jeden Fall ein gutes Ding, um Reichweite zu verbessern. Ja? Wie gesagt, auch da würde ich immer mir selber treu bleiben, nicht mit irgendwelchen Leuten, nur weil die Reichweite XY zu haben, irgendwie was mit denen machen, sondern das muss zu euch passen, und die Leute meiner Meinung nach merken das auch. Tipp Nummer 3, auf jeden Fall, holt euch Inspiration. Dafür ist die Plattform da. Ein bisschen was davon, ein bisschen was davon. Kreiert euren eigenen Sachen raus. Gibt super coole Fotografen, su super coole Videografen, Outfits, Mode, Reisen, was weiß ich, Lifestyle, Autos. Ihr habt da so eine geile Plattform, ihr könnt einfach was Cooles draus machen. Das würde ein Tipp auch noch sein. Also die 3 würde ich schon als die Haupttipps nennen, und ansonsten guckt euch einfach mal andere Videos an. Aber das ist mehr oder weniger mein Tipp dazu. Kommen wir zur Frage Nummer 4. Frage Nummer 4 ist jetzt was ein bisschen Persönlicheres. Ich werde immer wieder gefragt, wie alt ich bin. Ist eine gute Frage. Ich verstehe zwar nicht, was ihr davon für einen Mehrwert habt, aber ich bin 34 Jahre alt. Ja, ich bin einer der alten Hasen im Social Media Bereich, aber mehr oder weniger fühle ich mich nicht wie 34.
Beziehungsweise, ja, wie fühlt man sich mit 34? Was ist der Unterschied zwischen Ende 20 oder Anfang 20 und 34? Also nur, würde ich sagen, kopftechnisch. Ich fühle mich körperlich super. Ich habe Bock, mein Job macht mir Spaß, meine Freunde, ich habe jetzt geheiratet, mehr oder weniger. Das ist so mein Leben und aktuell befinde ich mich einfach in diesem Moment und ja, alles andere wird sich weiterentwickeln. Genauso werde ich älter und es kommen neue junge Leute. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr Bock auf solche Geschichten habt, dann macht das einfach, denn wenn ihr es nicht macht, macht es auf jeden Fall jemand anders. So, Frage Nummer 5. Was ist dein Lieblingsoutfit? Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht runterbrechen. Ich ziehe gerne Anzüge an, ich ziehe auch gerne Casual-Sachen an, ich ziehe auch gerne was Sportliches an. Man kann das Ganze, ich bin genauso wie jeder andere auch. Ich kann das gar nicht so sehr runterbrechen, aber ich würde schon sagen, mein Lieblingsoutfit ist eigentlich Lederjacke, weißes T-Shirt, blaue oder schwarze Jeans und ein paar coole Chucks oder ein paar coole Sneaker oder eventuell auch ein paar Boots dazu. In dem Bereich würde ich mich schon bewegen, weil das ist schon männlich. Damit kann ich mich identifizieren. Generell, ich finde männliche Outfits schon wichtig. Man sollte sich ehrlich gesagt nicht verkleiden. Diese ganzen mehr oder weniger Hipster, alle seine Daseinsberechtigung, jedem das seine. Ich kann mich damit nicht so extrem identifizieren. Es gibt auch hippe oder mega Hype Sachen, die ich ganz cool finde. Da picke ich mir aber nur ein, zwei Sachen raus und kombiniere das mit mir selber. Und ich bin aber nicht der Typ, der auf verschiedenste Trends aufspringt. Ich halte mich schon generell an dem wahren Man-Styling, also die klassisch einfache Pieces. Mein Kleiderschrank besteht aus relativ zeitlosen Geschichten, die ich immer wieder darauf zugreifen kann und das dann immer mit dem ein oder anderen Piece, Highlight-Piece zu kombinieren, was dann einen gewissen Trend oder halt auch einen gewissen Stil nachgeht, kann man eigentlich geil machen. Ja. Der bequemste Low-Top-White-Sneaker. Boah, ist eine gute Frage. Ich habe relativ viele White-Sneaker. Ich trage gerade aktuell relativ viel von, ich habe so ein paar von The Kupel Sport. Werde ich auch immer darauf gefragt. Cooler, bequemer Schuh. Ich trage auch sehr, sehr gerne Adidas Stan Smith. Mega zeitloser Tennisschuh. Kann ich eben auch empfehlen. Ja, eigentlich generell würde ich schon sagen, der Stan Smith ist mein All-Time-Favorite, weil den kannst du geil zu was Schickeren, zu einem Anzug, den kannst du auch geil zu einer Jeans einfach nur anziehen. Ist eigentlich mein Favorite und finde ich, sollte in keinem Kleiderschrank fehlen. Kommen wir zur nächsten Frage, auch im Thema Styling. Welche Basic-T-Shirts trägst du? Meine sind immer nach 3 bis 4 Mal waschen unbrauchbar. Ist eine gute Frage. Unter anderem haben wir natürlich mit unserer eigenen Marke Forage sehr, sehr coole Basics, wo wir immer wieder dran arbeiten, dass die Passform optimal ist. Die kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wenn du jetzt aber sagst, nee, ich will nichts online bestellen, ich möchte einfach in die City gehen, mir was Cooles kaufen, kann ich dir auch empfehlen, geh einfach mal bei Uniqlo rein. Im Vergleich zu H&M oder Zara sind das relativ robuste, gute Basic-T-Shirts, die ich eigentlich auch empfehlen kann. Aber bei uns ist der Unterschied nochmal, dass der Passwort nochmal ein bisschen cooler ist, ein bisschen zeitloser. Und hier das hier zum Beispiel ist jetzt ein blaues, ist auch von Uniqlo. Trage ich auch persönlich. Dann kommen wir zur nächsten Frage vom lieben Jakku. Er möchte seine eigene Marke gründen. Ob ich irgendwelche oder wir generell irgendwelche Tipps geben? Die anderen beiden sind jetzt nicht hier. Ich kann dir auf jeden Fall einen Tipp geben. Ja, es ist schwer, das Rad neu zu erfinden. Nimm die Inspiration und bastel daraus deine eigene Geschichte. Dann musst du dir bewusst sein, dass das Ganze natürlich ins Finanzielle geht. Du musst das Ganze erstmal entwickeln, Entwicklungskosten, das Ganze verschicken etc. Also selbst wenn du das Ganze dann produzieren lässt, die Sachen hast, musst du dir auch einen Gedanken darüber machen, wie du das Ganze vermarkten willst. Natürlich ist Instagram eine coole Basis darüber. Such dir ein paar coole Leute, die deinen Style bzw. deine Marke identifizieren oder vertreten können und dementsprechend auch das Ganze für dich publik machen können. Ansonsten würde ich dir empfehlen, mach einfach das, worauf du Bock hast und fang einfach an, weil wenn du es nicht machst, machst du auf jeden Fall jemand anders. Bleiben wir beim Thema Styling nochmal zurück. Welche Anzugmarke mein Favorite ist? Ehrlich gesagt kann ich das nicht so runterbrechen, weil es gibt viele coole Anzugsmarken. Auch ich lerne immer noch sehr, sehr
So, Freunde, jetzt sitze ich hier ein bisschen mit anderen Klamotten. Was ist passiert? Die Kamera hat eigentlich vergessen, dann aufzunehmen. Also ich tippe mal, der Speicher war voll. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall habe ich ab jetzt quasi nur noch ein schwarzes Bild. Die Tonspur ist noch da, aber ja, ich konnte es auf jeden Fall nicht verwerten. Deswegen machen wir diese zwei Fragen jetzt nochmal eben schnell Durchlauf nochmal neu. Und ja, so, Frage Nummer 9 ist auch im Style-Bereich. Die lautet: Welche Anzugmarke ist dein Favorite? Um ehrlich zu sein, kann ich das gar nicht runterbrechen, weil Anzüge gibt es viele schöne, auch viele coole Marken, die Anzüge herstellen. Ich würde eigentlich jedem den Tipp geben, wenn ihr euch einen Anzug kauft, guckt euch den an, ob euch gefällt. Wichtig sind, dass die Schultern sitzen und den Rest würde ich mit eurem Schneider einfach zusammen machen. Also ihr geht dann einfach zum Schneider, lasst die Hose anpassen an euch, die Ärmellänge, gegebenenfalls die Hüfte. Dann müsst ihr darauf achten, dass ihr im Nackenbereich keine Falte wirft, der Anzug. Und nicht zu lang ist und solche Geschichten. Aber das kann euch ein guter Schneider besser erklären als ich. Beziehungsweise mein Schneider erklärt mir das auch immer. Und ja, eine Anzugsmarke. Ja, ich kaufe gerne bei Bodgy ein, ich kaufe gerne bei Suit Supply ein, ich kaufe auch sehr gerne bei Hugo Boss ein. Also es gibt viele, viele coole Anzugsmarken. Ist immer die Frage, was ihr mögt. Ich persönlich mag Anzüge mit einem relativ breiten Revers, dann habt ihr so einen breiteren Kragen. Mein Anzugspezi, muss ich dazu sagen, ist auch der Justus. Ein sehr, sehr guter Freund von mir, der hat mir da immer gute Tipps gegeben. Aber ja, Anzug ist schon ein Thema für sich, kann ich gar nicht runterbrechen, aber in dem Rahmen würde ich euch die Tipps geben und ja, probiert es einfach mal aus. Vielen Dank für deine Frage. Jetzt kommen wir zur letzten Frage und zwar, die lautet: Warum ich eigentlich keinen Porsche fahre? Ja, das müssten wir mal den guten Daniel fragen. Warum fahre ich keinen Porsche? Nein, Spaß beiseite. Wie ihr alle wisst, arbeitet Daniel sehr eng mit Porsche zusammen. Ich habe bis vor kurzem noch mit Alfa Romeo zusammengearbeitet. War ein sehr cooler Job und bin auch sehr dankbar dafür. Und ich denke, Daniel macht auch einen guten Job bei Porsche. Es sind Traumautos und ich weiß nicht, in 20, 30 Jahren vielleicht irgendwann mal. Wenn alle anderen Dinge erledigt sind, kann man sich solche Träume erfüllen. Aber ja, gibt viele schöne Autos. Also so gesehen muss es für mich kein Porsche sein. Und es macht mir auch schon Spaß, Daniel in seinem Auto mal zu begleiten. Und ja, es muss nicht immer in eigener Porsche vor der Haustür stehen. So, jetzt würde ich sagen, die Frage-Antwort-Geschichte ist durch. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt die einfach mal unten in den Kommentaren. Die werde ich vielleicht nochmal aufsammeln und demnächst nochmal ein weiteres Q&A drehen. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und zu kommentieren, einen Daumen oben da zu lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, peace.